Du möchtest wegen der gesundheitlichen Vorteile mit dem Intervallfasten beginnen, aber ohne gleichzeitig abzunehmen? Das ist ein berechtigtes Anliegen, das viele Menschen haben, die ohnehin schon schlank sind. Deshalb gehe ich im heutigen Video darauf ein, wie du von den gesundheitlichen Vorteilen des Intervallfastens profitieren kannst, ohne Gewicht zu verlieren. Wenn du dich dafür interessierst, bleib auf jeden Fall dran und abonniere an der Stelle auch gerne meinen Kanal, um keine Videos zum Thema Intervallfasten mehr zu verpassen. Grundsätzlich gibt es viele Gründe dafür, intermittierend zu fasten. Das Intervallfasten wirkt zum Beispiel der Entstehung einer Insulinresistenz entgegen und fördert die metabolische Flexibilität. Obwohl es häufig so beworben wird, ist das Intervallfasten meiner Meinung nach weniger eine Abnehmmethode als ein Bestandteil einer gesunden Ernährungsweise. Wer wegen der gesundheitlichen Vorteile fastet, möchte deshalb unter Umständen gar kein Gewicht verlieren. Denn während der Großteil der Menschen Probleme beim Abnehmen hat, gibt es einen nicht zu unterschätzenden Anteil an Leuten, denen es schwerfällt, gesund zuzunehmen. Solche Personen sind von Natur aus eher schlank und können gefühlt essen, was sie wollen, ohne dass sich ihr Gewicht großartig verändert. Das klingt für viele vielleicht nach einem Traumszenario, führt auf der anderen Seite aber auch schnell zu einem Gewichtsverlust, wenn man mal etwas weniger isst. Im Zusammenhang mit dem Intervallfasten kommt bei schlanken Personen daher schnell die Befürchtung auf, zu viel Gewicht zu verlieren. Das ist eine berechtigte Sorge, denn Untergewicht kann die Gesundheit gefährden. Dazu muss man sagen, dass es einen Faktor gibt, der letztlich darüber entscheidet, ob wir zu- oder abnehmen, nämlich die Energiebilanz, die Differenz zwischen der Energiezufuhr und dem Energiebedarf eines Menschen. Wobei beide Größen stark variabel sind und von verschiedenen Faktoren abhängen. Der Energiebedarf setzt sich aus dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz zusammen. Der Grundumsatz ist die Energiemenge, die der Mensch in völliger Ruhe für die Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Körperfunktion benötigt. Der Leistungsumsatz ist sehr variabel und wird maßgeblich durch die körperliche Aktivität der Person bestimmt. Demzufolge haben aktive Sportler, die zugleich beruflich körperliche Arbeit verrichten, einen deutlich höheren Leistungsumsatz und Gesamtenergiebedarf als sportlich inaktive Menschen mit einer überwiegend sitzenden Tätigkeit im Büro. Auch die Energiezufuhr ist variabel. Wir können zwar recht gut steuern, wie viel wir essen, trotzdem ist der Mensch einem Hunger und Appetit unterworfen. Es geht daher bei der Kalorienbilanz nicht darum, täglich exakte Werte zu überwachen, sondern um einen langfristigen Durchschnitt. Voraussetzung dafür, dass wir abnehmen, ist ein Kaloriendefizit, also dass wir weniger Energie über die Nahrung zuführen, als der Körper benötigt. Ist dies über einen längeren Zeitraum der Fall, greift der Körper auf seine Energiereserven, vor allem in Form von Körperfett, zurück, um das Defizit auszugleichen. Das Intervallfasten ist jedoch keine herkömmliche Diät, bei der die Kalorienzufuhr eingeschränkt wird. Es geht lediglich um das Timing der Mahlzeiten. Man versucht, alle Mahlzeiten des Tages in einem begrenzten Zeitfenster unterzubringen. Bei der 16:8 Methode zum Beispiel nimmt man alle Mahlzeiten des Tages innerhalb von 8 Stunden zu sich, beispielsweise zwischen 10 und 18 Uhr, und die übrigen 16 Stunden des Tages fastet man. Die gesundheitlichen Vorteile beruhen darauf, dass man nicht von morgens bis abends etwas isst, sondern den Körper durch tägliche Fastenintervalle entlastet. In der Phase der Nahrungsaufnahme gibt es jedoch keinerlei Einschränkungen in Bezug auf die Kalorienzufuhr oder Lebensmittelauswahl. Man kann also die gleiche Menge an Kalorien zu sich nehmen wie zuvor. Wer das schafft, wird nicht signifikant an Gewicht verlieren. Allerdings macht das begrenzte Essenszeitfenster wenige, aber dafür große Mahlzeiten erforderlich. Bei einer Energiezufuhr vor dem Fasten von 2000 Kilokalorien, aufgeteilt auf 3 Mahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten mit je 100 Kilokalorien, ergeben sich durchschnittlich 600 Kilokalorien pro Mahlzeit. Beim Intervallfasten bleibt jedoch unter Umständen nur noch Zeit für 2 Mahlzeiten. Das macht es erforderlich, die Energiezufuhr auf 1000 Kilokalorien pro Mahlzeit zu erhöhen, um sich isokalorisch zu ernähren. Für Menschen, denen es ohnehin schwerfällt, größere Mengen zu essen, kann das sehr herausfordernd sein. In vielen Fällen basiert der Gewichtsverlust beim Intervallfasten darauf, dass man durch das kleinere Zeitfenster automatisch weniger isst und in ein Kaloriendefizit rutscht. Wer kein Gewicht verlieren möchte, sollte daher beim Intervallfasten unbedingt darauf achten, größere Mahlzeiten zu sich zu nehmen. In den ersten Tagen und Wochen kann es hilfreich sein, die Kalorienzufuhr zu tracken, sich also genau aufzuschreiben, welche Lebensmittel und wie viel Kalorien man am Tag zu sich nimmt. So lässt sich sicherstellen, dass man nicht ungewollt weniger Kalorien zuführt als vor dem Fasten.
Das ist aber nicht die ganze Zeit lang erforderlich, sondern nur so lange, bis man ein Gefühl für die größeren Mengen bekommen hat. Wichtig ist außerdem, das Körpergewicht laufend zu überwachen, indem man sich regelmäßig wiegt. Unabhängig davon würde ich darauf achten, kein zu enges Zeitfenster zu wählen. Die klassische 16:8 Methode ist in der Regel gut umsetzbar. In einem Essenszeitfenster von 8 Stunden, beispielsweise zwischen 10 und 18 Uhr, kann man relativ problemlos 2 bis 3 Mahlzeiten unterbringen. Neben dieser Form gibt es noch Methoden mit längeren Fastenintervallen von 18 oder 20 Stunden bis hin zur extremsten Intervallfastenmethode One Meal a Day, bei der man innerhalb einer Stunde die einzige Mahlzeit des Tages zu sich nimmt. Derart lange Fastenintervalle sind für schlanke Personen nicht zu empfehlen, weil sie es unfassbar schwer machen, ausreichend Kalorien zuzuführen. Auch von Methoden, bei denen einen ganzen Tag lang gefastet wird, sollte man absehen. Fassen wir die wichtigsten Punkte nochmal kurz zusammen. Wer aus gesundheitlichen Gründen intermittierend fasten möchte, ohne Gewicht zu verlieren, sollte darauf achten, ausreichend Kalorien zuzuführen und die Mahlzeiten entsprechend zu vergrößern. Hierbei ist es hilfreich, die Kalorienzufuhr für einen gewissen Zeitraum zu tracken. Außerdem sollte man das eigene Körpergewicht laufend überwachen und eine moderate Fastendauer von zum Beispiel 16 Stunden wählen. Wer diese Punkte beherzigt, kann von den Vorteilen des Intervallfastens profitieren und gleichzeitig das Körpergewicht halten. Wenn du jetzt mehr zum Thema Intervallfasten erfahren möchtest, schau dir gerne die entsprechende Playlist von mir an. Dort findest du alle Videos, die ich bereits zu dem Thema hochgeladen habe. Unter anderem zu der Frage, welche Vorteile das Intervallfasten bietet und welche Getränke beim Fasten erlaubt sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!